Nein, stimmt. Stimmt, Tür zu. Nein, warte! Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Outlast. Hier mit Dieter Bohner und Dark Alpha in der Gummizelle. Mit vielen, vielen Kreuzen und alles. Erstaunlich, die Grafik. Irgendwie Frame-Einbrüche vom Feinsten, guck dir das mal an. Schön, 20. 20 Frames. Boah, hoffentlich bessert sich das. Hey, der Priest. Ah, nein, doch nicht. Fuck, scheiße. Der hat uns jetzt befreit. Ich glaube, der ist verrückt. Der befreit uns einfach. Weißt du nicht, dass wir verrückt sind? Ich glaube, du kannst schon raus. Ich glaube, der war ein geselliger Mann. Jo, sehr gesellig sah der mir nicht aus. Naja, schaut ein bisschen aus wie ein jüngerer Priester. Boah. Das ist keine Angst. Der hat den Kopf dagegen geschlagen. Schaut aus wie... Boah, das erinnert mich ein bisschen an Dobby. Das ist ein bisschen traurig. Dobby ist cool. Ja, aber der hat auch seinen Kopf gegen die Wand geschlagen. Oder gegen die Stimme. Und jetzt ist der leider tot. Wir sind aber noch hängen, dass wir drin sind. Radar? Wahrscheinlich nicht. Oh, ich bin frei. Wow! Der Elle Typ. Elle Badge, ich bin frei. Hey, was Elle passiert, Badge, wenn du gegen ihn gehst? Ob du dann stirbst? Der Alte. Du darfst da nicht raus, Kollege. Na schon, was macht denn der? Der heult, der meint. Der tut seinen Bart anfassen. Ich glaube, der hat seinen Kollegen. Wäh? Ich glaub, der hat seinen Kollegen auf ihn gerissen. Das schaut irgendwie aus, als würde er durch die Wand gequetscht worden sein. Ja, ja, ist klar, dass du nach unten guckst. Boah. Ich glaube, das müssen wir verpixeln, ich weiß nicht. Erlaubt das YouTube? Die sehen irgendwie aus wie die Klitschko-Brüder. Alter, das war eine Beleidigung. Ich nenne die Klitschko-Brüder. Soll ich da runtergehen? Ja, wenn die dich. Wenn die dich angegriffen hätten, dann hätten sie schon lange gemacht. Ich meine, die denken auch wahrscheinlich, du bist einer von denen. Ja, warte mal. Aber die schauen alle so hässlich ähnlich aus. Wie die Klitschko-Brüder. So geil. Nur, dass sie halt nicht so nackt sind. Ja, okay. Der Priester und schaut aus wie ein. Okay, der Priester sieht am schlimmsten, glaube ich, aus. Der Priester und schaut. Der Typ mit dem verblüteten Arsch. Das ist ein Arsch. Sechs. Periode. Rechter auf die andere. Na, Kollegen, wieder ein bisschen Freigang, ja, ich weiß. Ja, ja, das läuft. Okay, da ist eine Wand. Toll. Das ist echt hart. Stell dir so eine wirklich Anstalt, so eine Anstalt vor. Aha. Verschlüsselt. Ne Bett. Gut gedeutscht. Aber ich hab doch eins gesagt. Ich hab ne Bett gesagt. Ich bin in der Hoffnung, dass irgendwo eine Batterie liegt. Der springt uns auch wahrscheinlich an, oder? Schau mal, was hat denn der auf dem Fuß? Zu viele. Ein paar Warzen. Einfach ein bisschen zu viele Pilze sammeln. Der hat eindeutig seine Muskeln übertrainiert, seine Beinmuskeln. Muskeln. Kollegen, der Freiger auch nicht das Wahre. Wir sind aber also muskulär. Schau mal, der kauert in der Ecke vor sich hin. Boah. Ich hab keine der Typ hat. Seine Kamera ist sogar besser als meine. Der Zoom ist ja... Was? Geier. Na Kollege, was geht? Ihr meint's auch, ne? Ich weiß, ich verstehe euch. Alter. Mit ihm falsch. Wäh. Darum haben die so hässliche Köpfe. Was zum Geier, da ist ja ein Weg. Egal. Da dürfen wir nicht rein. Schaut's auch schon so aus. Wow. Na Kollege, haha. Ja, das willst du mit hier raus. Alter, die machen sich alle kaputt. Wow, da. Ja, ich bin in der Anstalt. Schau mal, schau dir mal den an. Einer. Das müssen wir auf Band haben. Einer wollte dich. Kopflos. Ach Gott, Alter. Das ist ja peinlich, nee. Das ist ja schrecklich. Da hat sich einer wirklich wohl hier durchgegraben. Was sind das für Geräusche? Okay. Wow. Ja, der Typ da gegen die Wand immer drin mit dem Schädel.
Die sind aber alle irgendwie ziemlich recht muskulös. Wow! Tun wir mal so, als hätten wir den, den haben wir nicht mal gesehen. Wir haben nichts gemacht, Mann. Schon, ey. So ein Typ. Alter, der. Ich glaube, das war mal ein Werbung. Das schaut aus wie so ein Zombie. Aber wie gesagt, war mal ein. Ja. Zombie. Das war auch mal einer. Oh nein, du hast nur noch eine Batterie. Ey, tut mir leid, dass ich deine verbraucht habe. Ja, ich hab's gesagt. Ich bin dann der lange dunkel. Vielleicht haben wir ein paar übersehen, aber das bezweifle ich. Wir brauchen Batterien im Knast. Leg dich in die Kante hin, um dich daran festzuhalten. Es tut mir so leid, der Schatz war hier unten, ihr Pisser. Ich hab mich befreit, Mann. Hey, die Klitschko-Brüder sind weg. Krass. Die müssen ihre Arbeit verrichten. Oh! Okay. Ich hab das doch nicht ernst gemeint, dass ich euch auslach. Komm, ich werde euch danach retten. Vielleicht. Hey, hier ist Pepsi. Das schaut eher aus wie... Pepsi. Achso, das ist eine Wasserflasche. Okay. Hocken da welche drin. Schaut so aus. Was ist das? God always... God always provides a way, follow the blood. Gott gibt immer einen Weg, du sollst dann dem Blut folgen, Alter. Ja, richtig geil. Alter, geil, Kontinimationsraum. Alter, ist das hier AIDS oder was? Anabolika aus Tschernobyl. Okay. Krass, Alter. Wir sind so arm. Wir suchen schon nach Batterien. Oh mein Gott, das erinnert mich an Cry of Fear. Die Treppe. An das, was wir mal gespielt haben, versucht haben. Das war so. Wo wir da an einer Treppe gescheitert sind. So ein Dreck. Was macht denn der da? Der tut Walldancen, weißt du. Das ist der neue Michael Jackson-Kollege. Alter, der ist voll knochig. Ich glaube, den musst du nicht filmen. Ich glaube, du verstehst schon, was er da macht. Hm. Okay. Vernagelt. Ich glaube, ein Schadenkollege. Oh, eine Akte. Ich mag den nachher drin steht. So, wir sind einfach nur da. Dann Dokumente und Vater. Oh, Vater Martin. Helen, Dr. Zeichner hat mir ihre Kontaktdaten gegeben. Damit ich mich mit ihnen wegen der Einstellung des Kunstprogramms in Verbindung setzen kann. Mein Patient Martin Archimbaud hat in seiner Therapie aufgrund der Fingermalerei enorme Fortschritte erzielt. Noch in der Woche der Einstellung des Kunstprogramms haben seine schizoaffektive Behauptung von einer höheren Berufung sprunghaft zugenommen. Lassen Sie ihn bitte die Fingermalerei fortsetzen. Die wenigen Dollar, die Sie über der Farbe einsparen werden, von den Kosten für das Clozapin mehr als geschluckt. Ich verstehe die Logik dieses Spiels nicht. Außer Murkoff möchte erreichen, dass sich unsere Patienten immer weiter von der Realität entfernen. Bitte sagen Sie mir, wie ich weiter vorgehen soll. Dr. Neil Wolfram. Cool, ein deutscher Name. Ob der wohl umgestellt wurde hierfür, für dieses Spiel? Kopier auf Batterien. Toll. Don't stop believing. Da war doch ein Loch neben ihm. Da ist ein Pfeil drin. Drauf. Ja, ich schätze, das ist unser einziger Weg. Wenn du die Tür schließt, kannst du Folge abwenden. Wenn du die Tür schließt, kannst du... Oh, das hört sich nicht gut an. Das hört sich gar nicht.
Wenn du Türen schließt, kannst du Verfolger bremsen. Soll ich hier aufmachen? Ja, mach schon. Oh. Ich glaube, da war ein Typ. Da ist ein Typ. Telefon. Geile Schattenspiele. Was willst du meinen? Dass die Schnauze hast verstanden. Der schaut in der falschen Richtung, ey, wie schielhäugig. Gehen wir mal putzen, ne? Okay, was, an die Arbeit. Was müssen wir jetzt machen? Blutfolger, toll, du tut aber da an das Ding rein. Geht da hinten, ja, stimmt. Voll, es werden wahrscheinlich 1-2 Minuten daneben sein. Ey Leute, gewaltig kann ich nicht. Boah. Was ist denn da los? Boah! Der Typ hat einen Knüppel. Hallo! Alter. Voll rot. Der sieht uns aber nicht. Noch nicht. Zumindest durch Glas nicht. Du bist ja so blind im Schädel. Blind im Schädel, ja. Der hat sich auch. Wieso gehst du nicht weiter? Wohin denn? Ja, da, siehst du? Das ist eine Sackgasse, Kollege. Glaubst du? Soll ich? Ja, geh einfach. Irgendwie müssen wir weiter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Auf, Mann! What? Der ist voll im Rage-Mode, der Typ. Fuck! Unterwegs in Rage-Modus. Ich glaube, das reicht. Okay, nein, vielleicht doch nicht. Nicht. Nein, stimmt. Stimmt! Tür zu! Nein, warte! Alter, krass. In den Kühlschrank, ich bei dir. Oh, die Scheiße aufgeht. Oh. Oh, Alter. Jetzt ganz ruhig. Alter, ich glaube, der verprügelt den einen. Ist mir scheißegal. Wollten wir jetzt aufmachen und dann zurücklaufen? Warte, ist der noch immer drin? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Warte, bis er durch die Tür geht. Oh, nein, du hättest die Kamera, Alter. Was? Ich glaube, der wollte sich umdrehen, als du die Kamera angemacht hast. Fuck. Jetzt kannst du wieder raus. Chill mal. Ich glaube, der hat eine Sicherheits paar Sekündchen. Alter, dass man so lange laufen muss. Okay, warte, toll, was sollen wir machen? Jetzt ist er wieder da hinten, davon laufen wir wieder vor. Und wir dürfen uns weitergehen. Wir müssen aber in den Sicherheitsraum hinter. In den Sicherheitsraum müssen wir, gell? Ja. Toll. Wie stellen wir das jetzt an? Das heißt, wir müssen jetzt wieder hinter, dann wieder den vorlocken. Das heißt, wir müssten quasi hier rauslaufen, solange der hier drin ist. Krass, stimmt. Aber sonst kommen wir ja nicht in den Sicherheitsraum rein. Oder, ja. Okay, also die Tür aus. Alter, der hat die Tür weggebasht. Scheiße. Es gibt ja noch eine Gittertür. Unterwegs in Rage-Modus. Der Typ chillt noch immer drin. Der chillt irgendwie die ganze Zeit. War die Tür hinter ihm offen? Ja, die war ganz weit offen. Geh mal, schau mal, ob du dich vorbeischleichen kannst neben ihm. Der Typ, der hat eigentlich gar nichts, oder? Der hat eine Machete in der Hand, glaube ich, das ist halt sehr wohl geworden. Das ist eher ein Knüppel. Ja, ist ein Knüppel. Der holt schon aus. Ja, der tut provozieren. Tu die Tür zu schließen. Platten. Alter, was ist denn das? So. Da gibt's wahrscheinlich Batterien. Unser einziges Gut. Noch nur Batterien. Schaut nicht so aus. Ich glaube, das könnte auch so ein...
Immer ganz ruhig. Da könnten wir ihn in eine Schleife setzen, den anderen Typen. Alter, was hat denn der Typ drauf? Ja, in der Schleife, da war er so, du konntest so um die ganzen Möbel gehen. Ja, aber der Typ ist so lahmarschig. Wo ist denn der jetzt hin? Jetzt ist der weg. Ist da eine Tür noch dran? Wenn ja, dann tu sie gleich schließen. Cool, der Typ ist nicht mehr da. Mach mal Tausch. Follow the blood. Ja, das machen wir. Okay, Leute, wir sind jetzt hier in diesem Sicherheitsraum. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part. Mal sehen, was hier so jetzt noch abgeht. Mit den ganzen Kranken und Verrückten in diesem Gebäude. Ja, das war's mit dem Part, ne? Ja. Und ich würde sagen, ciao, Leute. Ciao. So Leute, wir sind durch für diesen Part. Ja, wir kommen immer und immer schneller voran, wie ich so das Gefühl habe. Ja, mal gucken, wie es weiterhin so vorangeht, ob wir weiterhin... Okay, ich muss weiterhin Schiss haben, das steht schon mal fest. Und ja Leute, ihr wisst, rechts unten, dann verpasst ihr gar nichts mehr. Drückt auf den Abo-Button und ihr seid immer auf dem neuesten Stand. Links ist Facebook und unser YouTube-Channel. Und rechts oben geht's auf zum nächsten Video. Das dürft ihr natürlich auch nicht verpassen. Also dann Leute, haut rein, ich bin raus und bis zum nächsten Mal. Ciao!
So Leute, wir sind durch für diesen Part. Ja, wir kommen immer und immer schneller voran, wie ich so das Gefühl habe. Ja, mal gucken, wie es weiterhin so vorangeht, ob wir weiterhin, okay, ich will weiterhin Schiss haben, das steht schon mal fest. Und ja Leute, ihr wisst, rechts unten, dann verpasst ihr gar nichts mehr, drückt auf den Abo-Button und ihr seid immer auf dem neuesten Stand. Links ist Facebook und unser YouTube-Channel und rechts oben geht's auf zum nächsten Video. Das dürft ihr natürlich auch nicht verpassen. Also dann Leute, haut rein, ich bin raus und bis zum nächsten Mal. Ciao.